Im Namen des Vorstands der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren BIS begrüße ich Sie und euch herzlich zu unserer ersten Jahrestagung. Dürfen wir jetzt ganz herzlich bei uns begrüßen, Herrn Staatssekretär Dr. Klein-Dick. Eben habe ich das Ministerium ganz glatt aussprechen können. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ich möchte gerne am Schluss noch eine Sache ansprechen, weil die auch immer ganz oben auf der Agenda, wenn es um die Lobby für schwule Ältere, für ältere Schwule geht, nämlich das BIS, das Sprachrohr für die nach § 175 Verfolgten ist. Dazu möchte ich gerne auch durchaus aus aktuellem Anlass noch ein paar Worte sagen. Sie wissen das viel besser als ich, die Generation schwuler Männer, die heute alt wird, hat noch etwas ganz anderes erfahren als das, was ich eben beschrieben habe. Sie hat nämlich auch staatliche Verfolgung erfahren. Nicht nur gesellschaftliche Diskriminierung, nicht nur Homophobie, nicht nur Intoleranz von anderen, sondern sie hat auch staatliche Verfolgung erfahren. Und nicht nur durch die Nazis, so alt sind die wenigsten von ihnen, aber es hat ja nach dem Ende des Nationalsozialismus auch nicht aufgehört. Der § 175 Strafgesetzbuch ist geblieben, er ist mal verändert worden, aber er ist geblieben. In den 50er und 60er Jahren sind nicht wenige Schwule verfolgt und verurteilt worden, nicht weniger als in den 40er Jahren, nicht weniger als in den 40er Jahren. Über 100.000 Ermittlungsverfahren und mindestens 50.000 Verurteilungen gab es in den 50er und 60er Jahren in Deutschland. Der Verlust des Arbeitsplatzes, die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, der Verlust der Anwaltszulassung, die Aberkennung von Führerschein oder Doktortitel, aber auch die gesellschaftliche und soziale Ächtung waren die Folge. Und ein weitaus größerer Teil der Menschen, der Männer, musste deshalb ihr schwules Leben verstecken, ein Doppelleben führen, Angst vor Entdeckung und Strafverfolgung haben. Diese Erfahrung haben die Schwulen, die heute alt werden, gemacht. Erst 1994 wurde der § 175 Strafgesetzbuch endgültig abgeschafft. Wir sind uns einig, wir hier in diesem Raum sind uns einig, die verurteilten Männer haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist mittlerweile auch relativ breiter gesellschaftlicher Konsens, nach meinem Eindruck. Sie sind allein wegen ihrer sexuellen Identität verfolgt und bestraft worden und nicht, weil sie irgendeine Straftat begangen haben. Trotzdem wurden diese Urteile bisher nicht aufgehoben. Aber, so wie es aussieht, wird sich das jetzt ändern. Bundesjustizminister Heiko Maas hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, mit dem die Verurteilung nach § 175 StGB aufgehoben und die Verurteilten rehabilitiert werden. Manuela Schwesig, meine Ministerin, die Bundesseniorenministerin, hat ihn dabei freundlich, solidarisch und nachdrücklich unterstützt. Auch sein Ministerium, ich habe ja selbst mal im Bundesjustizministerium gearbeitet, immerhin 8 Jahre lang, und habe es nicht vermocht, ich war Büroleiter bei Brigitte Zyklus, habe es nicht vermocht, das in der Zeit hinzubekommen. Das sind eine der Sachen, die mich wirklich auch betrübt haben. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt klappt. Also wir haben dabei unterstützt, mittlerweile gibt es auch innerhalb der Bundesregierung ein Einverständnis darüber, auch bei der CDU-CSU gibt es eine Zustimmung dafür, das zu machen, trotz aller verfassungsrechtlichen Bedenken, die man da haben kann, wenn es darum geht, dass doch Gesetzesentscheidungen, Gerichtsentscheidungen, die in unserem demokratischen Gemeinwesen gefasst wurden, nicht im Nachhinein korrigiert werden dürfen und so weiter. Wir haben uns über diese Bedenken hinweggesetzt. Das liegt eben daran, dass es hier nicht darum geht, dass ein bestimmtes abweichendes Verhalten, sondern dass ein Teil der eigenen Persönlichkeit
unter Strafe gestellt wird. Und das ist schon was anderes, als ob ich im Nachhinein denke, naja, ist diese Form von Computerbetrug vielleicht doch mittlerweile nicht strafbar. Es ist was anderes, wenn ich einen Teil der eigenen Persönlichkeit unter Strafe stelle, als Staat. Dann muss ich das korrigieren. Und deswegen wird es jetzt korrigiert. Es wird auch eine individuelle Entschädigung geben, so ist jedenfalls die Planung. Wir haben in unseren Gesprächen immer uns darüber, jetzt muss ich gucken, einen sehe ich, den anderen sehe ich, doch da. Wir haben darüber gesprochen und sind uns einig und werden auch innerhalb der Bundesregierung uns dafür einsetzen, dass es bei dieser individuellen Entschädigung nicht bleiben sollte. Ihr habt ein sehr schönes Papier geschrieben, wie ich finde, zu diesem Thema, muss ich wirklich mal sagen. Herzlichen Dank dafür. Das hat auch Eindruck gemacht. Sondern wir müssen berücksichtigen, dass wir eben durch diese individuelle Entschädigung, weil wir so spät dran sind, halt nicht mehr besonders viele erreichen. Und dass wir auch berücksichtigen müssen, dass wir einen relativ großen Anteil der Männer nicht mehr erreichen, weil sie sich nicht dem aussetzen wollen. Weil sie sagen, diese, Tobias, wie viel Euro sind vorgesehen? 30 Millionen und 6.000 im Schnitt. Nein, pro Nase an individueller Entschädigung. Verurteilung 3.000, pro Gefangenshaft ja 1.000. Genau. Also pro Verurteilung 3.000 Euro, wenn man in Haft war, also richtig in Haft war und nicht auf Bewährung, pro angefangenes Jahr 1.500 Euro. Meine Prognose ist, dass viele sich dem nicht aussetzen werden und sagen werden, das sind mir diese 3.000 Euro nicht wert, dass ich da nochmal zur Staatsanwaltschaft muss und das hier erklären muss. Auch wenn die Anforderungen einfach sein werden, man wird da keine Urteile beibringen müssen und. Es wird einfach gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die sagen, das tue ich mir nicht an. Und deswegen für die, aber auch für die gesellschaftliche Diskussion, die immer wieder geführt werden muss, brauchen wir mehr als diese individuelle Entschädigung. Wir brauchen eine gesellschaftliche Aufarbeitung zu diesem Thema. Dafür brauchen wir Strukturen, die das begleiten. Und deswegen werben wir sehr stark dafür, dass es eben auch zusätzlich Geld gibt, um diese Strukturen und diese Diskussion zu unterstützen und zu fördern. Und darum, ich kann mir vorstellen, dass das die Magnus Hirschfeld Stiftung macht. Man kann sich da auch noch andere Möglichkeiten vorstellen. Aber das wäre mir wichtig, dass es eben nicht nur, das ist auch wichtig, wichtig ist die Aufhebung der Urteile. Wichtig ist das Angebot für eine Entschädigung, auch wenn sie sich eher bescheiden ausmacht. Aber wichtig ist das. Aber wichtig ist auch, dass wir das politisch und gesellschaftlich begleiten, für diejenigen, die es nicht mehr erleben, aber auch für diejenigen, die sich dem nicht aussetzen wollen und für alle diejenigen, die in unserer Gesellschaft wissen müssen, dass wir diese Urteile jetzt aufgehoben haben. Es war Unrecht, Schwule zu verfolgen. Der Rechtsstaat muss dieses Unrecht anerkennen und seine Fehler korrigieren. Und damit die Betroffenen endlich rehabilitiert werden und damit Staat und Gesellschaft das Unrecht eingestehen und aufarbeiten, das der deutsche Rechtsstaat den Menschen angetan hat. Also wir sind uns da einig. Ich weiß, dass BIS da wirklich gute und engagierte Arbeit macht und ich würde mich auch freuen, wenn BIS in diesem weiteren Prozess berücksichtigt werden könnte, auch mit konkreten Projekten im Zuge dieser Aufarbeitung. Ich finde, das ist ein wichtiger Bereich und deswegen glaube ich, können wir da noch gemeinsam ein paar gute Dinge auf den Weg geben. Das Gesetz wird jetzt erst innerhalb der Bundesregierung und dann im Parlament beraten werden. Und da wird es Gelegenheit geben, da noch in guter Abstimmung für Verbesserungen zu sorgen. Ja, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, um über den Paragraphen 175 nochmal zu diskutieren. Herr Dr. Kleindiek, Sie haben uns ja über den Stand des Verfahrens informiert. Das heißt,
Der Gesetzentwurf ist in der Kabinettsabstimmung und wird dann demnächst im Bundestag ankommen. Und dann wird er natürlich auch dem Gesprächsbedarf, gibt es Gesprächsbedarf und Anhörungen geben, dann werden die Grünen und die Linken noch einige Forderungen einbringen. Die würden wir heute ungern jetzt schon diskutieren, zumal von denen keine haben. Aber, sondern es wird dann wird's auch Anhörungen geben und da kann man sicherlich noch das ein oder andere möglicherweise verbessern oder zu Protokoll geben. Aber aus Ihrer Rede heute gibt es zwei Punkte, Herr Dr. Kleindick, die ich gerne in diese Runde noch geben würde. Das eine war, Sie haben auf den Punkt aufmerksam gemacht, es wird individuelle Entschädigung es wird Rehabilitierung geben, da sind Sie ganz optimistisch. Es wird auch individuelle Entschädigung geben, Sie haben die Modelle erörtert und die große Frage wird sein, wie kommt man an diejenigen ran, das haben Sie sehr eindrucksvoll auch nochmal geschildert, die verfolgt worden sind oder auch gegen die nur ermittelt worden ist, aber gegen die, genau an die, die erfolgt worden sind und die Anspruch auf die individuelle Entschädigung haben. Und die möglicherweise die Akten vernichtet haben, um diesen Makel erstmal einmal so symbolisch zu verbrennen, die aber mit diesem selbstempfundenen Makel noch leben und sich verstecken und nicht den Mut haben, jetzt nochmal durch die Mühle zu gehen, obwohl das Verfahren ja möglicherweise sehr niedrigschwellig sein wird. Da stellt sich dann die Frage, was können wir, und die würde ich gerne Volker Beck erstmal stellen, wir kennen uns auch aus diesen Kölner Zusammenhängen, deswegen darf ich auch beim Blut bleiben, Volker. Was könntest du raten, was kann man tun, damit die Betroffenen davon erfahren, dass sie ermutigt werden, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, dass sie möglicherweise auch begleitet werden, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen? Hast du da Vorstellungen? Naja, also wenn das Gesetz kommt, muss man natürlich dann entsprechend breit informieren und zwar an den Orten und dann über die Kommunikationskanäle, die von den Betroffenen auch genutzt werden. Und da sollte man sich jetzt nicht darauf kaprizieren, irgendwie eine Webseite zu machen oder eine Broschüre und das war's dann, sondern man muss dann schon auf vielfältigen Kanälen versuchen, die Leute zu erreichen. Aber man muss natürlich auch vorher, und da manchmal erhöht das ja auch die Aufmerksamkeit, schon auch darum kämpfen, dass die Entschädigung dem Schaden angemessen ist. Und das ist meines Erachtens im jetzigen Referentenentwurf noch nicht gelungen. Es gibt eine Entschädigung für Verurteilung und für Gefängnisstrafen, aber es gibt keine Entschädigung für die Berufs- und Rentenschäden. Also die Menschen konnten auch einen Schaden erreichen, allein dadurch, dass ein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde und wie es in einem Rechtsstaat so ist, wenn man die konkrete Tat nicht nachweisen konnte, dann wurde der freigesprochen oder das Verfahren wurde eingestellt wegen Mangel an Beweisen. Aber es war schon überall beim Arbeitgeber in der Nachbarschaft, in der Familie bekannt, das ist ein Homosexueller, der treibt sich im homosexuellen Milieu rum, wie es damals hieß. Und das konnte zur Vernichtung der gesamten bürgerlichen Existenz führen. Und was soll dieser Mensch kriegen nach dem Entwurf? Keinen Cent. Und das ist meines Erachtens nicht angemessen, weil wenn wir jetzt rausgehen und sagen, ihr könnt eure Schäden entschädigen lassen und die Menschen erfahren dann, dass für viele ihrer Schäden, worunter sie heute noch leiden, wenn sie damals ihren Job verloren haben, Rentenzeiten verloren haben, dann haben sie heute eine geringere Rente. Also das Leiden setzt sich dann auf dem Girokonto jeden Monat weiter fort. Und wenn wir darauf keine Antwort geben, finde ich das einfach unangemessen. Und ich finde es auch unangemessen, wenn die kollektive Dimension nicht kommt. Weil ich würde mal sagen, wer seine Jugend unter dem Paragraphen 175 noch verbracht hat. Meine erste sexuelle Handlung, da war ich Opfer einer Straftat.
De jure. Ich fühlte mich anders, aber de jure war das so. Und das war angstbesetzt. Und ich würde sagen, eine ganze Generation wurde auch um ihre Jugend gebracht. Oder zumindest ein Aspekt ihrer Jugend. Einen positiven Aspekt, der nämlich angstbesetzt war, obwohl er das hätte nicht sein müssen. Und dafür schuldet uns die Gesellschaft etwas als Kollektiv. Und deshalb müssen wir darum noch kämpfen. Anwesend war ich bei der Rede des Herrn Staatssekretär. Ihr tutet da in ein Horn. Das ist in der Tat noch ein Schwachpunkt. Das wurde auch anerkannt von Herrn Staatssekretär. Und Dr. Kaufmann, Sie haben auch dezent gewunken. Sie wollen dazu was sagen. Und können Sie uns ermutigende Signale aus der CDU-CSU senden? Ja, also zunächst mal ist das wirklich Bedürfnis, was dazu zu sagen. Ich war ja bei der Anhörung dabei vor einigen Monaten, da war Flöterbeck ja auch dabei gewesen. Da hatte ich mich, wer dabei war, wird es wissen, vorsichtig optimistisch geäußert, dass wir da was hinbekommen in dieser Koalition. Ich war mir allerdings nicht sicher gewesen und möchte das schon nochmal sagen hier, dass es also durchaus keine Selbstverständlichkeit ist, dass es dieses Gesetz jetzt noch in dieser Legislatur geben wird. Und da haben einige dazu beigetragen, ich gehöre auch dazu, aber nicht nur ich. Ich möchte einfach mal zwei Namen nennen, damit Sie die auch gehört haben in meiner Fraktion. Das ist einmal die Sabine Sütterlin-Wack, die zuständige Berichterstatterin im Rechtsausschuss, und die Gudrun Zollner, CSU-Abgeordnete, die selber einen schwulen Sohn hat. Die Kollegin Sütterlin-Wack hat keinerlei Aktien bei diesem Thema, will ich mal sagen, die sich wirklich im Hintergrund ganz außerordentlich bemüht haben mit mir zusammen, dass es in der CDU-Fraktion eine Anhörung gibt, eine interne, nicht öffentliche, interne Anhörung im Rechtsausschuss. Und darum haben wir monatelang gekämpft, weil Teile der Fraktionsführung das gar nicht wollten. Und das war eigentlich dann der Durchbruch, weil dort selbst konservative Verfassungsrechtler bei den Punkten, die jetzt Kollegen von mir kritisch angemerkt hatten, Vertrauensschutz, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, dann also diese Argumente aus der Hand genommen haben. Und das war eigentlich der Durchbruch jetzt vor einigen Wochen. Und erst als dann aus der Union die Signale kommen, auch dass Volker Kauder jetzt das mitgeht, hat Heiko Maas seinen Gesetzentwurf dann auch öffentlich gemacht. Also nur um dabei zu sagen, das war jetzt schon nicht so selbstverständlich, und auch wenn die SPD hier natürlich mit viel Impetus das Ganze seit Monaten und Jahren jetzt vorangetrieben hat, ohne dieses Signal aus der Union wäre es zu diesem Gesetzentwurf nicht gekommen. Also insofern bin ich einfach jetzt zunächst mal froh, dass wir jetzt auch entkoppelt im Übrigen von der Debatte um die Ehe für alle jetzt dieses Gesetz bekommen und damit wirklich jetzt ein Zeichen setzen können für die vielen, die hier zu Unrecht verurteilt wurden. Und das ist, glaube ich, mal das allerwichtigste Signal. Zweiter Punkt, Entschädigung. Wir sind uns einig intern, dass es eine individuelle Entschädigung gibt. Im Übrigen war die nach unseren internen Plänen fast höher als das, was jetzt in dem Entwurf steht. Da ging es auch analog Opferentschädigungsgesetz, da waren Tagessätze angegeben, die höher sind als die Jahressätze, die jetzt rauskommen. Also will nur sagen, dass da ist meine Fraktion, so ich das jetzt auch sehe, offen. Also, erstes Signal, es wird kommen, es wird eine Individualentschädigung geben, und das ist, glaube ich, schon mal ein großer Erfolg, ist auch das ist der Punkt. Und das dritte ist dann in der Tat, und darüber sind wir noch nicht einig, das Thema Kollektiventschädigung. Da haben wir jetzt ganz unterschiedliche Vorschläge auf dem Tisch. Da soll Geld an die Markus-Hirschfeld-Stiftung fließen. Das ist sicherlich ein gutes Instrument, weil die Hirschfeld-Stiftung gerade ja auch viel tut bei der Aufklärung, Aufarbeitung dieser ganzen Fälle, auch die Geschichten zu dokumentieren. Ob das jetzt das Einzige bleibt, wie hoch das wird, ob es daneben einen Fonds noch gibt, der dann auch andere Projekte bedient, zum Beispiel, was Sie ja vorgeschlagen haben, bis darüber müssen wir sicherlich noch mal etwas intensiver diskutieren. Ich bin da für alle Vorschläge offen, ich trage es auch gerne in meine Fraktion. Wir sollten jetzt nur nicht aufpassen, dass wir dann an dem Punkt vielleicht den Bogen auch ein Stück weit überspannen, aber daran wird es nicht scheitern, nach meinem Eindruck. Wir werden dieses Gesetz bekommen und wir werden auch eine Kollektiventschädigung in irgendeiner Weise bekommen. Darüber reden wir noch, auch mit der Opposition. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen für uns alle, für Sie alle, dass dieses Gesetz überhaupt kommt. Und wir haben es vorgehabt, der Kleinsieg, auch zwei rot-grüne Koalitionen im Übrigen, haben es damals nicht hinbekommen. Also insofern muss man auch mal sagen, die Zeit hat jetzt, es hat seine Zeit gebraucht, Volker Beck, ne? Wir haben so dafür gekämpft, es hat seine Zeit gebraucht. Jetzt ist die Zeit gekommen und ich bin dankbar dafür, dass wir das jetzt in dieser Legislatur auch hinbekommen. Damit wir die Erinnerung nochmal auffrischen. Wir mussten damals in der rot-grünen Koalition erstmal dafür sorgen, dass im NS-Unrechtsaufhebungsgesetz
wo die Homosexuellen und die Wehrmachtsdeserteure ausgeschlossen waren, wenigstens für die Zeit des Nationalsozialismus, die Verfolgung der Homosexuellen als nationalsozialistisches Unrecht festgestellt und aufgehoben wurde. Das hatte damals die Kohl-Kind-Regierung in der Abstimmung abgewiesen. Und übrigens, kaum war sie Justizministerin, konnte sich Erda Dörblek-Melin zunächst auch nicht mehr an ihre Position aus der Opposition erinnern. Und es bedurfte da auch Auffrischung des Gedächtnisses, dass wir uns als Koalition Rot-Grün damals dazu durchgerungen haben. Das war der erste Schritt und ein Stück weit ist es die Vorlage dafür, dass wir jetzt sagen, es kann ja nicht sein, dass es, wenn es im Nationalsozialismus Unrecht war, dann ist es in der Bundesrepublik auf einmal das gleiche Recht, zumal die gleichen Akten, die gleichen Verfolger zum Teil unterwegs waren. Aber es ist doch toll, wenn jetzt alle so begeistert dafür sind und wir wollen da doch niemanden bremsen. War das doch ein gutes Schlusswort. Vielleicht nur ein Hinweis noch. BIS wird auch am Ball bleiben zu einer, in einer Anhörung, wenn wir gehört werden, wird der Kollege Georg Herpfer sicherlich sagen, dass wir auch wir weitergehende Vorstellungen haben und Opferrente etc. pp. Aber wir sind natürlich auch froh, wenn erstmal jetzt was kommt in dieser Legislaturperiode. Und der zweite Punkt, das ermutigende Signal eigentlich von allen, auch von Dr. Kaufmann, dass Kollektiventschädigung ist ja erstmal dann ein anderes Gesetz. Das ist ein Haushaltsgesetz und da sind Sie als Haushaltsexperte ja auch nochmal mit im Spiel. Wir würden uns wünschen, Sie haben es gerade erwähnt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten der Ausgestaltung gibt, aber eins ist uns jetzt hier zum Schluss nochmal wichtig, nämlich die erste Frage, anknüpfend an die erste Frage, das nochmal festzustellen, für die für das, was Volker Beck sagte, dass man den Betroffenen die Informationen näher bringt, dass man sie ermutigt oder empowert und sie auch begleitet, rechtlich und psychosozial. Dazu braucht es förderliche Strukturen und die können beispielsweise in einem solchen kollektiven Entschädigungsfonds finanziell angeschoben werden. BIS hat dazu Vorstellungen, das betrifft nicht uns, wir würden uns überheben, aber wir können uns vorstellen, dass die Schulenberatungen beispielsweise in die Fläche gehen können, dass sie kooperieren können, auch wäre jetzt diese Zeit ist abgelaufen und noch zu fragen, was können die Aidshilfen dann in Beratung eventuell noch leisten bei psychosozialer Beratung und in rechtlicher Beratung und da gibt es auch sicherlich noch andere Verbände, die was leisten können. Also die Community ist eigentlich gut aufgestellt, um so etwas dann auch hinzubekommen. Jetzt bräuchten wir nur das Signal, dass wir starten können. Vielen Dank. Ich fand, wir haben eine schöne und runde erste Jahrestagung hingelegt. Ich wünsche euch einen guten Heimweg. Wie gesagt, es wird auch eine zweite Jahrestagung geben, nächstes Jahr wieder, weil wir kriegen ja auch weitere Unterstützung vom BMFSFJ. Und vielen Dank und ich wünsche uns allen eine gute Zukunft und dass wir alle dann. Besonderer Dank gilt jetzt dem Christian Naumann noch und dem Gottfried Dunkel, die haben das hier alles organisiert. Und ich wünsche euch einen guten Heimweg und ich finde auch das Wichtigste ist, dass endlich diese Urteile aufgehoben werden, da sind wir uns alle einig, weil der Makel, der muss endlich weg. Also vielen Dank und guten Heimweg.